Das hier, meine Fußballfreunde, ist ein absolutes Fußballtraumtor und das hier ist FIFA 23 und wir reagieren auf die 20 besten Tore in FIFA 23. Benzema, Powershot 1-0. Es geht direkt los. Wir starten direkt mit einem Banger. Boom. 25 Meter, nicht ganz, 124 km/h, absolute Rakete. Und das ist brillant, denn ein Powershot-Tor habe ich auf meiner Liste. Ich habe mir 10 Sachen aufgeschrieben, ein paar Tore und ein paar Spieler. Und sollte ich aber am Ende eine davon nicht haben, muss ich eine Zwiebel, diese restliche Zwiebel, mit Senf gemixt essen. Das ist keine geile Kombi, da bin ich mir sicher. Aber Benzema hat schon mal sein Bestes gegeben. Dann haben wir als zweites Vini Junior. Wow, Kecko, lass so, mein Lieber. Das war ein Volley-Tor. Und ich habe ja einen Volley notiert, aber aus 25 plus Metern. Waren das mehr als 25 Meter? Das ist die Frage. Ich glaube es nicht. Das sagt die. Ja, okay. Nee, wir sehen es nicht. Aber der war halt genau im Kreuzeck. Im Schnee noch dazu. Vini Junior. Absoluter Baller. Dann haben wir Marco Verratti. Ball kommt raus. Der wird doch nicht. Der wird doch nicht. Der wird. Hallo, hat er das gerade wirklich gemacht? Sag mal, bin ich verrückt? Der kleine Marco Verratti, der möchte aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Der hat doch keinen Schuss, Mann. Waren es mehr als 25, ist die große Preisfrage. Ich wage noch nicht. 25,7. Yes. Volley-Tor. Boom. Rein ins Glück. Und was ist das denn bitte für eine Rakete? Jan Sommer ist absolut mad. Verstehe ich. Wäre ich auch, wenn ich ein Tor von Verratti kassiere. Und wir springen zu Manchester United und Anthony. Anthony mit dem Lupfer. Mit dem Lupfer ins HSV-Tor. Also der Zaun, hinten das Netz hatte, da war HSV oben. Aber es ist nicht der HSV, es ist Betis Sevilla. Aber guck mal, hier das HSV-Logo. Auch spannend, dass das da ist. Naja, okay, ist halt so. Volksparkstadion. Und das ist ein schönes Tor, guckt euch an. Der Ball bounced zu ihm und er hält einfach nur irgendwie den Fuß hin. Und der schnippelt sich hier über alle drüber und geht genau rein. Nicht das realistischste Tor, aber ein schönes Tor. Aber wo sind die wirklich Großen? Joao Felix, der kommt als Nächstes. Oh, Rabona, es ist ein Fallrückzieher, Fallrückzieher. Warum habe ich eigentlich keinen Fallrückzieher aufgeschrieben? Frag ich mich gerade. Naja, das war ein bisschen doof von mir. Rabona habe ich, Freistoß habe ich, Scorpion Kick habe ich, aber keinen Fallrückzieher. Naja. Ronaldo, wo sind die Mbappés, Ibrahimovic, Dybala, die Bräune, wo sind die alle? Hier nur Joao Felix gegen Süle, der bekommt hier die Nüsse von Joao Felix in den Mund und dann muss er auch noch zusehen, wie sein Keeper ein Tor kassiert. Also Süle, der hat einen wirklichen Kacktag. Rein zum nächsten Spieler. Und das ist Lionel Andres Messi und den habe ich nicht auf der Liste, aber er ist zumindest mal beim Freistoß. Und das ist gut, das gefällt. Oh, wie curlt er den rein? Freistoß ist abgehakt. Aber alter Verwalter. Und dann hier, guckt euch das mal an, 23 Meter. Für ihn natürlich ein Easy Goal. Aber wie der an der Mauer vorbeisegelt und dann mit 600 unter die Latte knallt. Oi, das ist schon, das ist ein Gedicht von dem Schuss. Wunderschön, Leo. Jetzt aber Kevin De Bruyne. Das wäre der Erste, der auf der Liste steht. Kevin De Bruyne mit dem Trivela. Yo, okay. Trivela hätte ich auch aufschreiben können, aber ich habe De Bruyne zumindest, da bin ich schon happy. Der war genauso an der Strafraumkante auf der Linie und den schnippelt er da oben drüber, über alle von Leipzig, über Gulaschi hinweg, mitten ins Tor. Jetzt aber Cristiano Ronaldo, Freistoß und Ronaldo. Ah, Freistoß haben wir ja schon abgehackt. Aber Cristiano Ronaldo, Inside Foot, curled! Saudi Pro League, aber völlig egal, der Mann kann es immer noch. Das sind ja locker, 35 Meter. Boah, ja, ich krieg da richtig Vibes wie damals gegen den FC Porto. Guckt euch das mal an. Dieses Tor, 35,1 Meter, bam, wunderschön in den Knick. Und dann guck mal auf den Freistoß gegen Portsmouth und der knallt halt genauso rein. Das ist das identische Tor. Ronaldo ist einfach der GOAT. Ob das auch Federico Valverde ist, weiß ich nicht, Digga. Aber zuerst mal müssen wir, Entschuldigung, wir müssen hier Ronaldo noch abhaken. Ganz genau, so, super. Valverde mit dem Volley, schönes Tor. Und den Last-Minute-Winner hier noch dazu in dem Spiel. Zack, nimmt er gut rüber und zieht einfach volle Pulle ab. Aber es kommen ja noch die besten Tore, Freunde. Das ist ja das. Jetzt aber erstmal Ibrahimovic. Oh, Ibrahimovic, hallo. Hallo, Fallrückzieher natürlich. Natürlich ein Fallrückzieher. Was frag ich denn eigentlich? Ibra steht auf meiner Liste. Abgehakt. Aber den Fallrückzieher, den habe ich, wie gesagt, nicht. Das ist schade. Denn, ja, für ihn ist der Fallrückzieher hier natürlich easy. Wir erinnern uns ja noch alle an sein Fallrückzieher-Tor gegen Schweden. Ganz ehrlich, das Tor, Patsch, wird für immer in die Fußballgeschichte eingehen. Perfekt einfach. Und dann haben wir Toni Kroos. Toni mit Y, das ist, glaube ich, falsch. Der heißt eigentlich mit Toni mit I. Aber I, wie macht er den denn da rein?
Das ist ja absolute Distanz, absoluter Laser, absoluter Fokus, absolut Kreuzeck, absolut deutsche Qualität von Toni Kroos. Wow. Puh. Ja, den habe ich natürlich nicht aufgeschrieben. Wer könnte denn auch damit rechnen? Nicht mal Carlo Ancelotti. Jetzt aber vielleicht Saka. Bukayo Saka? Heute sind aber ganz, ganz wilde Kollegen hier am Start. Bukayo Saka! Mit denen habe ich auch nicht am Zettel gehabt. Aber guckt euch das mal an von Arsenal hier mit der Brust runter. Und denkt sich da, ja, Winkel ist spitz. Aber ich bin spitze. Und das ist ein wunderschönes Tor. Guckt euch das nochmal an. Hier, bam, die Flugbahn. Das ist ein Gedicht, Bukayo Saka. Super gemacht. Jetzt aber Luka Modric. Ballpass der Matthias kommt bald zurück. Und dann macht er den. Nee, den macht er nicht. Nee, akzeptiere ich den. Was? Nein. Das geht nicht. Wie weit war denn das? Das waren ja 37, 38, 36,6 Meter. Und der passt ja genau ins Kreuzeck. Ja, Alter, da können wir aufhören. Das ist ja... Und da kommen aber noch, Freunde. Da kommen noch 7 bessere Tore. Unbedingt dranbleiben. Schade, dass ich das Tor natürlich nicht auf der Liste habe irgendwie. Oder Modric auf der Liste habe. Aber jetzt vielleicht hier Europa League. Ödegaard! Die Hildegard in der Küche. Aber der Ödegaard, der kocht sein Süppchen auf dem Platz. Versteht ihr? Hildegard. Naja, egal. Alles klar, Digga. Völlig wurscht. Ödegaard, schönes Tor. Lang reingelegt, gut reingelegt. Ja, gibt's nichts auszusetzen von mir. Martin Ödegaard war ein guter Treffer. Und es geht schon weiter. Schlag auf Schlag. Anthony. Der Entenmann. Wow. Mit der Ferse macht er den. Euer Ernst? Ihr wollt mich doch verkackeiern und dann boxt er auch noch in die Kamera. So, ja, wollt ihr das? Komm, Freunde, gib 5. Ja, okay. Zack. Über den Keeper wie hinweg. Also, stell dir mal vor, du schießt das Tor in echt. Das ist absolut Puskas Award 2023. Hätte Anthony mit dem Tor, aber sowas von der Tasche. Macht er alles perfekt, bleibt ruhig, schnippelt den drüber. Da können wir, das ist Weltklasse. Ob Weltklasse, auch Harry Kane ist auf Platz 5. Antwort, ja, okay, ist er. Ja, ist er. Oh ja, das ist insane. Das ist actually insane, aber mir fehlt immer noch ein Rabona, ein Scorpion Kick, Mbappé und Dybala. Also schön langsam brauche ich hier keinen Harry Kane mehr, der mir hier den 17. Seitfallzieher oder Fallrückzieher genau ins Kreuzeck reinzwirbelt. Okay, brauche ich. Ich nehme es zurück, ich brauche es doch, war schon ein geiles Tor. Wieder Ronaldo, wieder ein Longshot, wieder ein Freistoß. Zack, dreimal genackelt. Holy smokes. Das kannst du doch niemandem erzählen. Das ist ja perfekt. Besser geht gar nicht, als was Cristiano hier macht. Guckt euch das mal an. Schuss, rein ins Glück. Dreimal gewackelt und das Ding ist drin. Das ist halt geisteskrank, ne? It's a stunning goal, ja. 39,2 Meter. Wir sind hier fast auf dem 40er. Ja, wir gehen fast auf dem 40er zu. So wie Cristiano Ronaldo im echten Leben, was das Alter betrifft. Aber wir springen einfach zum nächsten Clip. Da sehen wir Neymar Junior! Den habe ich nicht auf der Liste, aber den Rabona habe ich auf der Liste. Das ist gut. Oh, ich dachte, ich habe Neymar auch, aber das war in dem vorigen Video, verdammte Axt. Aber Neymar ist immer so ein Kandidat, der hier so ein schönes Tor reinzaubern kann und das ist zauberhaft. Ja, guckt euch an. Wow, 16 Meter noch dazu. Der Bursche hat Fußball durchgespielt. Ja, ist wirklich, wie gesagt, solche Tore kann er halt im FIFA. Schade, dass er es im Real Life leider viel zu selten gezeigt hat und zu verletzungsanfällig war. Wir sind schon bei den letzten beiden Toren, die schönsten beiden Tore. Ronaldo! Wow! Che golazo! War das mit der Ferse wieder? Und wir zelebrieren alle kurz. Schön, ja, schön, herrlich. Zack, hier nimmt er sich die Kugel runter und dann, ja, also wie... Das ist ja artistisch. Wie kommst du da überhaupt mit der Beinarbeit zusammen? Guck, einmal so zack, da hinten getitscht auf den Popo und dann mit der Ferse oder mit dem Innenriss hinter dem Rücken das Ding auch noch über den Torwart drüber gelupft, hinten ins Eck und dann so. Und da müsste man eine eigene Wissenschaft draus machen. Hier fliegen überall mathematische Formeln rum. Wir gehen einfach zum Sieger. Das ist Kylian Mbappé. Und was ist das für ein Tor? Da bin ich jetzt gespannt. Kylian Mbappé steht auf meiner Liste. Das ist schon mal gut. Aber die Baller nicht. Auch der Scorpion Kick nicht. Aber das will ich jetzt nochmal sehen. Was war das denn jetzt? War das ein Scorpion Kick? Eigentlich
Boah, keine Ahnung, was das ist. Das ist ein Reverse Scorpion Kick. Keine Ahnung, es ist bisher mit Abstand das geilste Tor, aber ich habe die Challenge nicht geschafft und muss daher jetzt Senf gemixt mit dieser verdammten Zwiebel essen. Zack, komm drauf. Na, lecker Mahlzeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, wird dir auch das Video mit FIFA Drawing hier gefallen. Also hier klicken und ja, jetzt gleich weiter gucken.